Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung auf meinem Kanal. Als Stream-Entschädigung bringe ich euch heute ein Game, das einfach nur Tennis heißt. Es heißt einfach wirklich nur Tennis. Und das ist im eShop runtergesetzt gewesen von 6 oder 7 Euro auf 1 Euro. Und an der Stelle, falls ihr auch irgendwelche Indie-Games aus dem eShop kennt, dann könnt ihr mir sie gerne in die Kommentare schreiben. Und ich werde ein paar Euro für die ausgeben und sie auch gerne mal testen. Und heute testen wir, ja, Tennis. Ein Spiel, was einfach wirklich nur Tennis heißt. Man hat hier verschiedene Modis, wie Play Challenge, Quick Player, Custom Play, ja, alles Mögliche. Machen wir mal Custom Play. Wie sind alle Charaktere? Der gute Chris ist natürlich dabei. Oder Ken. Oder Nicolas. Oder Wendy. Oder Juan. Oder Gavin. Oder Monica. Oder Melissa. Alle am Start. Und wir gönnen uns die mit den verrücktesten Namen, Juan oder Juan oder weiß euch auch nicht, wie er ist. Man kann sich hier auch verschiedene Dinge aussuchen. Hier haben wir zum Beispiel ein Stadion, einen Sportplatz, einen Bonzen-Tennis-Club, eine Sporthalle, eine Herbstsporthalle und natürlich zum japanischen Kirschblütenfest Sakura. Und da gehen wir auch direkt rein ins Sakura und fangen auch mal an. Ja, man spielt hier halt, wie man sich das auch denken kann, halt Tennis. Und ja, Tennis halt. So wie ihr seht, ist halt einfach nur Tennis. Nicht mehr und nicht weniger. Keine Ahnung, was ich auch großartig zu dem Spiel sagen kann. Wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn es nicht Tennis heißen würde. Aber gut. Foul direkt, nice. Gönnt euch das Game Tennis. Es ist einfach der Hammer. Wie aktiviere ich denn diesen Super Shot? Der. Aber wir spielen jetzt hier kein ganzes Set. Das Video soll hier nicht stundenlang gehen. Ich will es halt nur, dass es 10 Minuten geht. Wir testen immer die Spiele so. Ich grab immer irgendwelche Indie-Nischen aus dem Internet und die zocken, also aus dem E-Shop. Alter, was macht die? Wie kriege ich diesen Super Shot denn? Das habe ich schon mehrmals gesehen. Alter. Habe ich schon mehrmals gesehen, dass das hier irgendwelche Charakter hinbekommen. Aber ich weiß gar nicht, wie man die macht. Hallo? Ich drück jetzt mal alles. Foul, Digga. Ich drück alles, krieg direkt Foul. Nice. Was zur Hölle muss ich drücken, um meinen Supershot zu bekommen? Ist das nur eine Touchscreen-Funktion, die nicht geht beim Fernsehmodus? Ja, wie ihr seht, das ist Tennis, Alter. Das Spiel müsst ihr euch gönnen. Ich mache jetzt hier nicht mehr. Wir gehen jetzt hier raus. Wir haben jetzt ein Set gewonnen. Und es gibt mehrere Funktionen. Man kann hier Rally Challenge machen. Können wir auch mal kurz machen. Das geht darum, wie lange man den Ballwechsel hält. Wir haben jetzt, Nikolas hat er, glaube ich, hieß ja, glaube ich, nehmen wir mal den Bonzenplatz hier. Richtig nices Game, Alter. Gönnt euch es, nein Spaß. Aber es ist halt einfach nur Tennis. Jedes Mal kriege ich den Foul hin. Alter. Wie mache ich den? Double Foul, der kriegt ja schon mal. Digga, nice. Nochmal, wir versuchen es nochmal. Digga, ernsthaft? Alter, zweimal faul hintereinander. Nochmal, Alter, der Charakter gefällt mir nicht. Wir versuchen es nochmal mit Yua. Achso, ich nehme aus Versehen immer den Gegner. Ich kann. Digga, was mache ich hier falsch? Warum denn immer faul? Und es geht halt darum, den Ballwechsel die ganze Zeit zu halten, ne?
Ich sag gar nichts mehr. Zisch. Ja. Verkackt. Aber ja, gut. Das ist im Prinzip das Spiel Tennis. Man kann es auch mit einem Freund spielen. Gönnt euch Tennis. Nices Game. Bis dann. Hier seht ihr noch meinen Kanal, die Endcard. Sehr schön, dass ihr zugesehen habt bei Tennis, wie ich zweimal einen Foul gehauen hab. Bis dann. Ja, das war das Game Tennis.